Guten Morgen und vielen Dank für die freundliche Einführung, die mir die erste Folie erspart, sodass ich direkt zum Thema kommen kann. Das Thema Algorithmenregulierung wurde vom vormaligen Justizminister Maas vor gut einem Jahr in die Presse gebracht, seitdem sehr intensiv diskutiert. Es wird auch in der juristischen Fachliteratur intensiv diskutiert. Man findet in letzter Zeit eine ganze Reihe Veröffentlichungen. Es wird in Studien in Deutschland und Europa diskutiert und es gibt gesetzgeberische Aktionen unterschiedlicher Art. Der Hintergrund, vor dem ich heute zu Ihnen spreche, ist eine Studie zur Regulierung von ADM, die vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen ausgegeben wurde und von einem Autorenteam von insgesamt 6 Autoren bearbeitet wurde. Ich bin einer der Autoren und die Studie wird am 31.10. vorgestellt. Und Sie, meine Damen und Herren, haben ein ganz besonderes Privileg. Ich sagte gerade 31.10., das liegt in der Zukunft. Aber die Studie ist bereits fertig und sie ist bereits in einer quasi handverlesenen Zahl von wenn es etwas weniger empfindlich machen, dann schaltet es nicht so. Sie ist in einer handverlesenen Zahl von Exemplaren ausgedruckt und Sie haben die Chance, eines dieser wunderschönen Exemplare zu bekommen. 180 gedruckte Seiten mit der kompletten Studie aus technischer und rechtlicher Sicht. Einige liegen dort vorne, andere Exemplare, so wurde mir gesagt, liegen bei der Registrierung. Das Thema, das diese Studie zum Gegenstand hat, sind Entscheidungen durch Maschinen und die können sehr unterschiedlicher Art sein. Sie alle haben schon gehört von automatisierten Personalauswahlentscheidungen. Sie haben auch schon gehört, auch heute Morgen, dass auch das selbstfahrende Auto Entscheidungen trifft. Fährt es rechts oder links, bremst es oder nicht. Wir haben Entscheidungen bei der Personenidentifizierung. Ist es der oder ist es der nicht? Wir haben bei Predictive Analytics zahlreiche Entscheidungen in den unterschiedlichsten Gebieten. Geht es um individuelle Preise oder Vorhersage von Vergehen? Auch der Social Bot, auch das wurde schon erwähnt, trifft eine Entscheidung, leugnet er den Holocaust oder nicht? Und natürlich, last but not least, bei der Kreditvergabe werden Entscheidungen getroffen, nämlich zum Beispiel die tatsächliche Entscheidung, wird ein Kredit vergeben, aber auch die Entscheidung, und das ist wichtig, die Zuordnung eines Score, die eine Kreditwürdigkeitsbeurteilung enthält. Wenn man das Thema algorithmische Entscheidungen systematisch fassen will, sollte man die Verschiedenartigkeit solcher Entscheidungen beachten. Das haben Sie bei den Beispielen ja schon gemerkt. Und ein Punkt, der uns besonders wichtig schien in der Studie, betrifft Beurteilung als Grundlage von Entscheidungen, wie zum Beispiel der Score die Grundlage für eine Kreditentscheidung ist. Und diese Beurteilung fußt wesentlich auf einer Einschätzung von Merkmalen. Typisches Beispiel wiederum der Kreditscore. Es ist eine Einschätzung über bestimmte Merkmale, nämlich die Fähigkeit und Bereitschaft, einen Kredit zurückzuzahlen. Solche maschinellen Beurteilungen können natürlich auch Probleme aufwerfen und sie können fehlerhaft sein. Das Problem der Fehlerhaftigkeit ist Gegenstand der Studie in erster Linie. Es gibt einen zweiten Problembereich, der sehr politischer Art ist, den wir erwähnt, aber nicht tief ausgearbeitet haben, das Thema Unbehagen, wie es ein Kollege in der Literatur einmal ausgedrückt hat, oder das Entstehen von Ungleichgewichtslagen durch maschinelle Entscheidungen. Ein sehr wichtiges Problem, das wir aber nur am Rande bearbeitet haben. Geht man nun in die Diskussion, wie kann man Algorithmen gesetzlich regeln? Der Justizminister Maas hat es ja versprochen. So findet man in der Literatur eine Fülle an Vorschlägen. Exemplarisch habe ich Ihnen die Vorschläge einmal aufgezeichnet, die der Kollege Martini in einer Studie gemacht hat. Und er kommt zu einem knappen Dutzend Vorschlägen von Regulierung. Das ist eine Menge. Ob das alles richtig ist, dass man alles von dem macht, von Kontrollpflichten bis zur regulierten Selbstregulierung, Zulassungspflicht, Aufsicht und so weiter, Beweislastumkehr und all diese schönen Dinge, das ist eine gute und schwierige Frage. Aber tatsächlich, es gibt theoretisch eine ganze Reihe von gesetzlichen Möglichkeiten unterschiedlicher Eingriffsintensität. Die Frage ist, welches ist die richtige Maßnahme, was ist die richtige Eingriffsintensität? In der Studie haben wir auch nicht nur die nationale Literatur, Herr Miklitz, sondern natürlich auch internationale Ansätze
uns vorgenommen, um es ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben gefunden, divergierende Gesetzgebungsakte zu ganz unterschiedlichen Arten, sodass man, wenn man das systematisch zusammenfasst, wir finden Gesetzgebung mit Bezug zu Algorithmen und Entscheidungsprozessen mit ganz unterschiedlichen Gegenständen, sehr unterschiedlichen Zielen und wiederum sehr unterschiedlichen Instrumenten. Das heißt, das Bild einer großen Varianz der Vorstellungen spiegelt sich auch im Rechtsvergleich. Einhellig gefordert wird allerdings, das war interessant, auch im internationalen Rechtsvergleich, ein weiteres Maß an Forschung und Ausbildung. Auch die Idee, institutionelle Maßnahmen wie zum Beispiel spezielle Kommissionen zu errichten, das wird ja auch in Deutschland gemacht, zu den Aspekten, auch das findet man im internationalen Vergleich. Nun aber ein wenig konkreter zu den Themen der Studie, wo wir wissenschaftlich ins Detail gegangen sind. Und das war Ausgangspunkt maschinelle Entscheidungen im Sinne von maschineller Beurteilung von Menschen und deren Fehlerhaftigkeit. Und da fängt es schon an, was ist eigentlich ein Fehler in einer maschinellen Beurteilung? Wir können, wenn man ganz grob macht, es können eigene Fehler, eigene Abweichung von eigenen Vorstellungen sein oder wir können einen Fehler als eine Abweichung von einem dritten vorgegebenen Zielen. Und wir haben uns entschieden, Fehler eng zu definieren, einmal als eine Abweichung von einem Gesetz vorgegebenen Ziel, weil das der Punkt ist, der für Dritte besonders relevant ist. Also Fehler liegt dann vor, nach unserer Vorstellung, wenn es von einer gesetzlichen Vorstellung abweicht. Und da gibt es, wenn man die Rechtslage oder den Rechtsrahmen für Entscheidungen ansieht, sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Manchmal sind maschinelle Beurteilungen gänzlich unzulässig. Manchmal gibt es Transparenzanforderungen. Manchmal haben wir Anforderungen an die Entscheidungsgrundlage, also die Richtigkeit der Daten. Und manchmal haben wir Anforderungen an die Würdigung von Entscheidungsgrundlagen. Diese gesetzlichen Bestimmungen richten sich bisher ausschließlich an Menschen, nicht speziell an Maschinen. Ein Sonderfall, damit das Ganze nicht so abstrakt ist und der besonders wehtut, ist die Diskriminierung, die auch besonders scharf untersagt ist. Und deswegen haben wir unsere Überlegungen am Beispiel der Diskriminierung vorgenommen. ADM oder ADM, Algorithmic Decision Making, also algorithmische Entscheidungsfindung, ist unser Thema. Und ein Beispiel für eine fehlerhafte Beurteilung, wo man eine Diskriminierung sehen kann, wäre zum Beispiel im Fall der Personalauswahl, es wird ein Mann vorgeschlagen, obwohl ex post betrachtet eine Frau besser wäre, ein einfaches Beispiel, oder bei der Kreditwürdigkeit, da fließt auf einmal die Hautfarbe mit ein, obwohl das ein unzulässiges Entscheidungskriterium ist. Die Techniker in unserem Team haben nun sehr intensiv untersucht, ich habe mir auch ihre Folien geliehen, wie überhaupt Credit Scoring funktioniert. Haben verschiedene Techniken untersucht und haben speziell dann untersucht, wie Machine Learning, also maschinelles Lernen, im Zusammenhang mit solchen Credit Scoring funktionieren könnte und was die Probleme sind. Und ein Problem, was sehr bekannt ist, ist eben ein Bias, wie man sagt, also ein Fehler aufgrund fehlerhafter Entscheidungsgrundlage. Und das Beispiel, was Sie wahrscheinlich alle schon kennen, das ist gestern und heute in verschiedenen Zusammenhängen auch schon genannt worden, ist eine Studie aus den USA, wo ein System zur Vorhersage von Rückfallwahrscheinlichkeit eingesetzt wird und man eine Untersuchung festgestellt hat, dass hier Hautfarbe eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist offensichtlich problematisch. Wenn wir also als Zwischenergebnis fassen können, dass das Thema der Diskriminierung auch bei algorithmischer Beurteilung eine Rolle spielt, so stellt sich die Frage, wie kann man diese bekämpfen? Das ist die Aufgabe, die nun die Enquete-Kommission, die Parlamentarier und die Regierung vor der Brust haben und die wir mit unserer Studie unterstützen wollen. Diese Frage muss darauf aufsetzen, zu wissen, was die Elemente einer Regulierung sind und was die Voraussetzungen sind. Und offensichtlich ist es so, dass man zunächst mal wissen muss, was überhaupt eine Diskriminierung ist. Und dann müsste man wissen, wie man eine Diskriminierung wirksam unterbinden kann. In beiden stellen sich erhebliche Herausforderungen. Schon bei einer von einem Menschen vorgenommenen Beurteilung ist das
der Begriff der Diskriminierung nicht so einfach, wie die meisten von Ihnen vermutlich glauben. Hand auf Herz, wir glauben, Diskriminierung ist eine klare Sache, ist es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man die rechtliche Regulierung von Diskriminierung unterscheidet. Und anekdotisch darf ich sagen, wir haben uns lange gestritten, was Diskriminierung ist. Die Techniker sagen, Diskriminierung ist eine Unterscheidung. Die Juristen sagen, Diskriminierung ist eine unzulässige Unterscheidung. Und wir haben uns, weil es letztlich um eine rechtliche Regelung auf letztere Definition geeinigt. Und wenn Sie ins Gesetz schauen, dann sehen Sie, wie schwierig und fein ziseliert eigentlich das Gesetz auf Diskriminierung reagiert. Diskriminierung ist nämlich zum Beispiel durch das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, nur in ganz exemplarischen Fällen überhaupt erfasst. Viel Diskriminierung hat überhaupt keinen Widerhall im AGG. Wir brauchen also nach der Definition des AGG die Ursächlichkeit eines unzulässigen Kriteriums für die Entscheidung. Und das ist bei Decision-Making sehr, sehr schwer festzustellen. War die Hautfarbe wirklich entscheidend für die Personalauswahl oder die negative Kreditentscheidung? Das muss man erstmal rausarbeiten, sonst keine Diskriminierung. Ich möchte nur andeuten, das Thema der mittelbaren Diskriminierung, was viel komplexer ist und in der technischen Literatur sehr stark diskutiert wird. Was ist denn, wenn man zwar nicht auf die Nationalität abstellt oder die Rasse abstellt, aber der Name von der Maschine als Unterscheidungskriterium lernt und man anhand des Namens eben auf eine bestimmte ethnische Herkunft schließen kann? Das hat uns große Schwierigkeiten bereitet und bereitet auch der Diskussion insgesamt große Schwierigkeiten. Das Thema Blackbox-Effekt wurde in der vorangegangenen Diskussion sehr stark genannt, deswegen möchte ich diesen Punkt nur streifen. Etwas, was ich selber nicht gut verstehe, aber unsere Experten, insbesondere Bernhard Waltel, erforscht, ist der Ansatz, kann man dem Algorithmus beibringen oder der Maschine beibringen, zu erklären, warum es wie entschieden hat. Das ist das Forschungsgebiet der Explainable AI, das hochinteressant, aber noch nicht so weit ausgereift ist, dass wir es jetzt zur Grundlage einer gesetzlichen Regelung machen könnten. Die nächste Frage ist dann, wie sieht es aus mit dem Untersuchen, Auditing und Testing von ADM-Systemen? Ein Thema, das bekannt ist, ist das, was wir in der Studie als Code Audit bezeichnen, also die Untersuchung der Software als solche. Das kann geschehen, das ist eine traditionelle, etablierte Methode, ist allerdings sehr aufwendig und hat einen weiteren Nachteil. Sie erfordert die vollständige Offenlegung des verwendeten Systems, ist also kritisch gegenüber Geschäftsgeheimnissen. Eine andere Möglichkeit ist das Testen. Und Testen ist nun auch wieder nicht so einfach, wie sich mir unser einer als Jurist das vorstellt. Aber auch das sind bekannte, etablierte Methoden. Und einige der Testmethoden sind in besonderer Weise geeignet, auch maschinelles Lernen zu testen, sodass, wenn ich es einmal sehr, sehr kurz herunterbreche, Testen eine sinnvolle Methode zur Analyse von ADM-Systemen ist, sodass wir zu dem Ergebnis kommen in einem Zwischenschritt, dass wir das Grundproblem der Feststellung der Diskriminierung durch ADM-Systeme, das Testen eine gegenüber der traditionellen Code-Analyse vielleicht vorzugswürdige Methode ist. Und damit stellt sich die Frage für die rechtliche Behandlung von alledem. Nun, ist Testen einfach oder ist es schwierig? Wenn man die Frage stellt, ist es klar, dass auch das Testen sehr herausforderungsvoll ist. Wir brauchen nämlich ein Testverfahren und damit einen Teststandard, der die erforderliche Qualität hat, der also etwaige Fehler überhaupt erkennen kann. Das ist Gegenstand von Forschung. Es ist nicht so, dass wir genau wüssten, wie man ADM-Systeme am besten testen kann und das idealerweise weltweit. Ein zweites Problem ist die Testdurchführung. Ein Test ist immer nur so gut, wie das Verfahren, in dem er durchgeführt wird. Sie werden es nicht glauben, man kann auch beim Testen einen Fehler machen. Wir brauchen also einen gefestigten, verlässlichen Rahmen für das Durchführen von Tests. Wenn jeder irgendwelche Tests macht und die Ergebnisse lautstark propagiert, haben wir, das ist Ihnen, glaube ich, klar, nicht viel gewonnen. Wir brauchen also auch einen
Rahmen für Testen. Und was die Techniker gerne übersehen, wir brauchen den Zugang zum Testobjekt. Wenn Sie mal den Schufa-Algorithmus testen wollten, werden Sie wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt haben, weil die Schufa ihn nicht herausgibt und auch nicht herausgeben muss. Das ist auch gut so. Wie kommt man dann an den Test, an das Testobjekt überhaupt ran? Und eine der Fragen, die wir untersucht haben, ist, sollte es nicht eine Pflicht zum Testen geben? Sollte also nicht jedermann verlangen können, liebe Schufa, um ein Beispiel zu nennen, gib mir doch mal deinen Algorithmus, damit ich ihn gründlich testen kann. Und Sie werden das in der Studie nachlesen können, wenn Sie eins der Exemplare mitnehmen, dass man sehr unterschiedliche Konzepte verfolgen kann. Unser Konzept geht nicht dahin, dass jedermann einen Anspruch auf Zugang zu allen ADM-Systemen zum Zwecke von Testen hat. Erst recht nicht müssen die Systeme in beliebigem Umfang offengelegt und herausgegeben werden, weil sonst auch geistiges Eigentum gefährdet ist. Wie also kann man dann überhaupt testen? Nun, man könnte zum Beispiel eine vertrauenswürdige, unabhängige Stelle mit dem Testen beauftragen, gegen der gegenüber wiederum eine Pflicht zur Herausgabe besteht. Fassen wir einmal in zwei Schritten zusammen. Zunächst ist offensichtlich, dass die Algorithmenregulierung, die von der Politik mit einem Schlagwort Algorithmengesetz oder was auch immer proklamiert wurde, ein Sammelwort für sehr, sehr unterschiedliche, höchst schwierige Rechtsfragen da ist, die sämtlich noch nicht abschließend oder vielfalls noch nicht abschließend erforscht sind. Offensichtlich und deswegen begrüßenswert, dass die Politiker sich gerade zur Enquete-Kommission begeben, ist, dass ADM-Systeme umfassende Herausforderungen stellen, die auch rechtlicher Regelung bedürfen. Fehler und Herausforderungen, mit denen wir uns befasst haben, sind fehlerhafte maschinelle Beurteilungen. Es ist offensichtlich, dass Menschen nicht zum Gegenstand fehlerhafter Beurteilung gemacht werden sollten in manchen Fällen. Aber die Frage, wann ein Fehler vorliegt, der einer Regelung bedarf, das ist noch eine offene Diskussion. Tatsächlich gehört es zur Meinungsbildungsfreiheit eben auch, dass ich mir grundsätzlich als Mensch Fehler machen darf. Wenn meine Meinung fehlerhaft ist, ist es eben immer noch meine Meinung und die darf ich auch zum Grundlage meiner eigenen Entscheidung machen. Das ist ein Stück Selbstbestimmung. Will heißen, Fehler sind nicht per se verboten, nur manche Fehler sind verboten, zum Beispiel Diskriminierung. Selbst offensichtliche Fehler wie Diskriminierung sind aber nicht leicht festzustellen und sie sind nicht leicht zu unterbinden. Ein Lösungsansatz, den man aus heutiger Sicht gut absehen kann, ist die Notwendigkeit des Testens von ADM-Systemen und hierfür bedarf es eines rechtlichen Rahmens, um den Zugang zum Testen, die Qualität von Testverfahren und Teststandards zu sichern, damit man aus dem Ergebnis eines Testens auch Rechtsfolgen ableiten kann. Denn eines ist offensichtlich, nur wenn Testverfahren und das zugrundelegende Testprogramm verlässlich sind, dann wird man auch von einem Gericht erwarten können, dass dieses Testergebnis rechtliche Relevanz hat. Deswegen eine zentrale Folgerung, wir brauchen einen Rechtsrahmen für Testen von ADM-Systemen. Die Empfehlungen der Studie beschränken sich natürlich nicht auf diesen Punkt, deswegen fasse ich einmal ganz kurz zusammen, was wir im Kapitel Handlungsempfehlungen vorschlagen. Zunächst offensichtlich Forschung. Wir wissen zu wenig über ADM-Systeme und wir wissen zu wenig über die Möglichkeiten, sie rechtlich zur Regulierung. Deswegen sprechen wir uns mit allem Nachdruck für Forschungsprogramme zu diesem Thema aus, und zwar nicht nur auf der technischen, sondern eben auch auf der rechtlichen und ethischen Seite. Eventuell kann es sogar sinnvoll sein, koordinierte Auftragsforschung vorzusehen, damit man in kurzer Zeit zu handhabbaren Ergebnissen bekommt. Und ein Gegenstand der Forschung sollte natürlich nicht zuletzt Audit- und Testverfahren für ADM sein. Das Wissen um Algorithmen und ihre rechtlich-soziale Bedeutung sollte in Ausbildung verankert sein. Und ein wichtiger Punkt, wir sprechen uns tatsächlich für die Errichtung einer staatlichen Stelle mit einer besonderen Kompetenz für Algorithmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen aus.
da wir im Rahmen der Studie die Erfahrung gemacht haben, dass bei den Stellen, die Eingriffsmöglichkeiten haben, die Kompetenz nicht in erforderlichem Maße gegeben ist. Und es macht keinen Sinn, dass jede einzelne, um ein Beispiel zu nennen, jede einzelne Datenschutzbehörde in Deutschland einen Mitarbeiter mit dem Thema befasst. Es wäre viel sinnvoller, wenn es eine Stelle in Deutschland gäbe, bei der Kompetenz gesammelt, gebündelt wird und dem Gesetzgeber und der Verwaltung zur Verfügung gestellt wird. Denn dann können die Kompetenz schnell und wirksam aufgebaut werden. Eine solche Stelle könnte insgesamt auch die Öffentlichkeit beraten und sie könnte mit der Forschung zusammenzuarbeiten, um das erforderliche Wissen für eine Regulierung von ADM überhaupt zur Verfügung zu stellen. Last but not least gibt es Möglichkeiten zu einem Algorithmengesetz. Hier sind wir der Meinung, dass wir für das Testen von ADM-Verfahren schon heute anfangen können, konkrete gesetzliche Maßnahmen vorzusehen, weil die Probleme offensichtlich sind und gewisse Lösungen auch naheliegend sind. Einschritte wie individuelles Pricing verbieten sind eine ganz, ganz andere Herausforderung, die weniger offensichtlich ist. Man kann auch daran denken, Meldepflichten für ADM-Verfahren vorzusehen, denn eine solche staatliche Stelle, wenn sie irgendwelche Befugnisse haben sollte, kann nichts tun, wenn sie nichts weiß. Deswegen wäre das eine flankierende Maßnahme, an die man denken könnte. Ebenfalls vielleicht schon in mittlerer Zukunft wäre daran zu denken, den Kunden vielleicht zu informieren, dass er Gegenstand eines ADM-Verfahrens sind. Aber wenn Sie glauben, das sei leicht, dann frage ich Sie einfach mal, wann fängt denn ADM-Beteiligung an bei einer konkreten, beim Onlinehandel und so weiter? Also was will man eigentlich zum Gegenstand einer Information machen, wenn jegliche Onlinehandel sagt, wir verwenden ADM, dann ist das so ungefähr so wirksam wie der Hinweis, wir verwenden Cookies. Deswegen bedarf auch dies diese leichte Frage komplexer, als man denkt. Das ist der Gegenstand unserer Studie. Sie liegt für Sie bereit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.